Zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist eine neue Runde Brawl Stars und zum Beispiel mit Wargamer. Heute nur Showdown Runden. Drei Runden. Ich werde mit Tick spielen, den neuesten Brawler im Spiel. Mal schauen, vielleicht kann ich den ein bisschen raufbringen. Schauen wir mal. Wir werden einfach mal drei Runden spielen. Mal schauen, was sich so ergeben wird. Mit dem guten Internet natürlich ist er ja auch wieder am Start. Und mal schauen, Tick im Allgemeinen ist ja ein sehr, ja, wie soll man sagen, eigenartiger Brawler. Er hat natürlich auch Vorteile, aber ist jetzt wirklich nicht der Beste, muss man wirklich sagen. Das Problem halt ist jetzt auch noch, erstens Internet und zweitens, es sind halt fast nur Ticks in der Runde. Jetzt bekomme ich auch nochmal Besuch und werde sterben. Jawohl. Ja, die Ulti ist immer leider noch zu krass von Tick. Und was macht Wargamer? Wargamer? Was machst du? Ja, es wird wahrscheinlich wieder mal niederlassen. Das Internet ist das Beste, wirklich. Wow. Das Internet gefällt mir schon mal. Ich bin schon wieder tot. Super Internet auf jeden Fall. GG. Ach ne, erste Runde. Aber das passiert leider seit dem neuen Update. Ja, tot natürlich. Das ist seit dem neuen Update unglaublich. Also seit das neue Update wirklich ist, kann man fast nicht mehr spielen. Es ist wirklich schon ganz schwer geworden. Das soll ready machen. Gleichzeitig Runde. Das Spiel, ja, sie wollten es eigentlich patchen auch, diese Lags, aber haben sie dann doch nicht gemacht. Denn es laggt immer noch ununterbrochen. Das ist wirklich schlimm, wenn drei Ticks kommen. Zwei gehen ja noch. Bei, oh mein Gott. Bei 3 aber beginnen spätestens die Lags. Kann auch passieren, dass bei 2 oder nur wenn ich spiele Lags kommen, aber es ist wirklich, ah ja, und da kommt noch ein Tick und es fängt an zum Laggen. Muss weg, sonst laggt es wieder zu viel. Das ist auch mal vielleicht gut, euch das zu zeigen. Ja, super Titel mit den ganzen Lags, weil es wirklich, wirklich schlimm geworden ist in den letzten Tagen, seitdem Tick heraus ist. Ist es wirklich schwer zu spielen und ich bin tot und wir sind beide wieder tot, wieder minus 1. Wow. Läuft heute noch nicht nach Plan, leider. Wargamer könnt ihr auch mal ready machen. Ja, er sagt, dass es leckt die ganze Zeit. Also das ist wirklich, wirklich schlimm. Und so ist es auch bei ihm. Also nicht nur bei mir, also auch bei ihm laggt es wirklich die ganze Zeit über. Also da muss viel noch passieren, wenn es so weitergehen soll. Weil sonst wird das Spiel wirklich schwer zu spielen werden, wenn es so weitergeht mit den ganzen Lags und so. Ich meine, wenn man, ja, es ist eigentlich nur bei Tick so, dass es wirklich so schlimm ist, aber da muss man auf jeden Fall was ändern. Ich hoffe, dass bis Dienstag, wenn ich das Video online stelle, dass da schon mal ein bisschen was behoben worden ist. Mal hoffen. So,
So, jetzt müssen wir kurz in die Einstellungen, wir haben da bald Zeit. Wir können nochmal über das Turnier reden. Es war nämlich ein super Turnier am Samstag. Ganz, ganz toll, auch mit einem verdienten Sieg am Ende. Grüße genauso an Aaron. Und ich danke wirklich für alle, oder an alle, gehen Grüße raus, die mitgemacht haben, die auch wirklich Zeit gefunden haben, hier mitzuspielen, die es probiert haben, die es am Ende leider nicht geschafft haben. Aber falls ihr eben seine Turniere öfter sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann gibt es das nächste Mal wieder ein Turnier. Im August zum Beispiel können wir eins machen. Und dann machen wir im August ein Turnier, was vielleicht größer ist. Vielleicht nochmal 20 Spieler. Vielleicht haben wir da sogar schon 30 Spieler. Vielleicht nochmal mehr Preisgeld. Vielleicht machen wir ein Duo-Turnier. Wir können alles machen. Schreibt es in die Kommentare, was würdet ihr feiern. Willst du überhaupt ein Turnier feiern? Ist auch eine gute Frage. Killin. Perfekt. Sorry, Bogan, dass ich gerade dich schlecht genannt habe, aber den Kill musst du haben. I'm sorry. Du hast eine Reaktion aus jetzt, dass ich dich nicht schlecht genannt habe. Aber du musst tun, es war nicht gut gespielt. Aber die sind alle low. Mal ein Gegner mit. Sehr nett. Kevalier. Der ist auch tot. Schade. Komm, Putti. Wird rasiert. Und leckt schon wieder. Aber die Runde ist besser. Gewonnen. Da, also letzte Runde haut uns noch mal raus, zum Glück, aber da waren noch keine Lecks mehr drinnen im Spiel und ich würde sagen, wir öffnen zum Abschluss noch mal eine Chest, die haben uns verdient jetzt. Da ist leider nichts drinnen, schade drum, denn ich habe Chili auf 9, das heißt, ich bin dort bald die Star Power und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.